Ja, wie man so schön früher zu mir gesagt hat, ja, der Wolf, das ist der, der für seine Mandanten mit dem Messer im Mund antritt. Als ich das dann irgendwann gehört habe, habe ich darüber gelacht. Und heute finde ich das nicht mehr zutreffend, weil man kann scharf mit den Worten sein, aber man muss achtsam sein. Und diese Achtsamkeit heißt, miteinander würdevoll umzugehen und respektvoll auch den anderen zu sehen, weil ich möchte für Menschen da sein, aber ich möchte nicht permanent nur in die Konfrontation gehen wollen. Mein Name ist Sandro Wulff. Ich bin Rechtsanwalt und Inhaber einer Rechtsanwaltskanzlei, die mit Sitz in Stendal und Magdeburg deutschlandweit tätig ist. Mein Antrieb ist, das war so, seitdem ich 14 bin, der Wunsch, irgendwie in die Juristerei zu gehen. Was in der Juristerei nachher tatsächlich ich mache, war mir eigentlich noch nicht so bewusst, aber ich habe mich gerne in den Gerichtssälen rumgetrieben, habe zugehört, zugeschaut, hat mich begeistert, wo auch Grundsätze entstanden sind für mich, die ich auch gerne weitergebe, nicht nur an meine Familie und an meinen Sohn, aber auch eben in der Weiterbildung für junge Referendare, die mal Anwalt werden wollen oder auch Jurist werden wollen, als auch im Jugendsport, indem ich dort sponsere und auch Jugendliche begleite und motiviere, dass wenn man einen Wunsch hat, wenn man einen Traum hat, dass man selber entscheidet, ob man sich den nehmen lässt. Also du musst für dich selber einstehen und du musst selber für deinen Traum einstehen. Und deswegen ist es für mich ganz, ganz wichtig, Werte zu transportieren. Also Werte, die man selber für sich verinnerlicht und Werte, die man auch weitergibt. Gerade indem ich für mittelständische Unternehmen tätig bin, bin ich auch für die Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, tätig. Und das ist also ganz dankbar, weil das ist kein Erstreiten, sondern es ist ein Gestalten. Wenn du permanent jeden Tag nur streitest, das ist etwas, das bringt dich schnell auch aus dem Gleichgewicht. Ich bin leidenschaftlicher Läufer. Das war dann so, dass ich dann für mich gesagt habe, Mensch, ja, wie weit kannst du mit Spaß laufen? Und deswegen auch den Marathon gemacht. Und da haben viele dann gesagt, wie du läufst Marathon, hätte ich dir jetzt nicht zugetraut. Ja. Wenn du was erreichen möchtest, wenn du für jemanden da sein möchtest, musst du dich zeigen. Richtig. Und das heißt aber authentisch zeigen, das heißt nicht eine Rolle spielen, sondern du musst eben du selber sein und dann wirst du auch als solches wahrgenommen und angenommen und dann hast du Gelegenheiten und dann darfst du für dich selber entscheiden, welche Gelegenheit möchtest du nutzen. Ja.